When I was a young boy, my father came into the city. Gehst du zu Starmania? Gibt's das noch? Nein, glaube ich nicht. Das gibt's noch. Aber es ist halt in Deutschland. Ja. Aber du kannst aus Österreich auch hingehen. Ja, aber haben wir in Österreich keine. Das ist, warum reden Talent wir darüber, als ob du Talent hättest für irgendwas? Du hast gerade gehört, deine Ohren bluten nicht, also. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir wieder ein Video für die Reihe How to Beauty. Und zwar ist das jetzt nicht etwas eine neue Technik oder so, aber ich habe so meine Reihenfolgen, die ich mache, wenn ich mich schminke. Zuerst ist das Gesicht dran, damit quasi eine Grundierung da ist, und dann kommen die Augen erst dran. Und ich tendiere immer dazu, hier hinten vor allem zu weit runter zu schminken, weil ich eben diese, man sieht, also ich weiß nicht, ob man das sieht mit dem Schatten, diese, ja, man sieht diese Hügel da habe ich, und dann kann man nicht so eine schöne Linie machen oder nicht unbedingt die schöne Linie, aber ich gehe immer zu weit runter, und deswegen will ich mal probieren, wie es ist, wenn ich mir zuerst die Augen schminke und dann das Gesicht. Ich folge einer auf Instagram, die ich heiß liebe. Ich liebe ihre Looks. Sie schminkt die Rachel Parcell, wenn ihr auf Instagram, sie ist ziemlich bekannt auf Instagram. Und ihre Make-up-Artist macht das auch so, und sie hat halt, sie macht ihren Augenlook, und dann nimmt sie ein Feuchttuch und wischt alles, was drüber ist, weg. Und dann schminkt sie sich erst das Gesicht. Und das schaut echt gut aus und ist praktisch, aber mir kommt das irgendwie so ein bisschen zu hart vor, wenn man das so wegwischt, und dann ist halt so eine... Du musst halt danach verblenden. Also wegwischen. Eben, aber sie verblendet dann nicht mehr, und es schaut aber gut aus, aber bei mir schaut das nicht gut aus wegen diesem Ding. Und das sage ich jedes... Das dürft ihr ja nicht vergessen. Nur weil es bei einem anderen gut ausschaut, heißt das nicht, dass es bei mir auch passt. Also das... Schauen wir mal. Probieren wir, und wir werden es sehen. Und deswegen... Let's start How to Beauty. Zuerst Augen und dann Make-up. Also ich verwende jetzt den Paint Pot Soft Ochre von MAC als Grundierung für die Augen. Die Augenbrauen kommen auch erst nachher dran. So, und welche Palette benutzen wir? Was willst du für einen Look, Darius? Was willst du für einen Look, Damaris? Braun. Du wolltest ja mit Jeffrey Star einen braunen Look machen. So, ich werde jetzt mal einfach nur Sugar Cane als Basis. Weiß nicht, bei mir sieht man das nie. Wenn du einen Ton benutzt, also ich sehe deine Haut. Ich habe mir noch schnell einen Haarreifen geholt, damit mich die Haare nicht stören. Stören? Stören. Und jetzt gehe ich mit Cake Mix rein und mache hinten etwas. Was mache ich hinten? Wer weiß, vielleicht fange ich dann wirklich an, mich immer so zu schminken, zuerst die Augen. Weil ich will das immer wieder mal probieren, und dann vergesse ich immer drauf, und mir kommt es erst, wenn ich mir das Gesicht schon die Grundierung gemacht habe. So, ja. Get ready with me. Da wolltest du es eigentlich das erste Mal probieren. Ja, aber das Make-up ist eh dann gut geworden. Wie war der Geburtstag? Wie fandest du es? Sehr schön fand ich es. Hast du verstanden, was ich jetzt gesagt habe? Wie mein Geburtstag war. Wir verstehen uns sogar, wenn wir gehen in der Magen. Ich habe ein Stück Torte gegessen. Wir hatten eine dreistöckige Torte. Für 40 Personen. Ich habe mir extra eine größere bestellt, damit jeder ein bisschen was mitnehmen kann, und ich mir auch für den nächsten Tag noch ein Stück, dass ich noch ein Stück essen kann. Und mein lieber Mann hat dann dem Kellner gesagt, er soll es ganz dick schneiden und gleich zwei in eine Box geben. Und was hat die Damaris bekommen? Nichts. Ich habe auch nichts bekommen. Wir haben alle nichts bekommen. Nur deine Familie und die Freunde, die gekommen sind. Es ist okay, soll jeder ein Stück bekommen, aber der Kellner hätte es ein bisschen dünner schneiden können und aufteilen und nicht... Ja. Ich hab noch rüber geschaut zur Torte. Ach, der ganze erste Stock ist noch da. Ah, da werde ich noch fast die halbe Torte haben. Ja. Und ich habe dann meinem Mann gesagt, du schuldest mir eine Karottentorte vom Bakterium. Und er hat gesagt, ja, dann bestell dir halt eine. Sag ich, sie hat nie Zeit, sie hat jetzt wohl viel zu tun. Also nie nicht, aber sie hat viel zu tun. Ich werde mir trotzdem eine bestellen. Ja, was für einen Anlass machst du dann? Gar keinen. Ich will Sonntag eine Torte essen. Das ist mein Anlass.
So, jetzt nehme ich intravenös, das ist dieses Braun. Vielleicht mache ich es jetzt genau so gut, dass ich nicht abwischen muss. Doch, musst du, ich sehe es jetzt schon. Ja, es ist so rund. Ja, wegen diesen... Wegen meinen Augen. Hooded Eyes, ja. Du hast es nicht so schlimm, aber du hast es wegen deiner überschüssigen Schlabberhaut. Lenke vom Thema ab und mach mit Sweetener weiter. Also ich, ihr seht, ich mache einen Soft-Cut-Crease eigentlich, oder? Ohne Concealer. Ich mache auch die Farbe nicht nass. Ich will, dass es ein sanfter Look ist. Gebe halt das Gold nur daher, auf das bewegliche Lid. Doch nur bis zur Mitte. Ich wollte sagen, auch nur eher vorne, Mitte. Ja, weil hinten ist es ja dunkel. Und jetzt gehe ich mit dem kleinen Pinsel noch einmal in intravenös, das ist dieses Dunkelbraun, und schminke mir meine unteren Lider. Ich will das ein bisschen, doch ein bisschen dünkler machen, deswegen nehme ich Endgame von der Naked Reloaded Palette. Ich finde, ich habe hier viel zu viel Knochen oder Hügel. Das ist Haut. Weil du sie nach hinten ziehst. Schau, du ziehst und schminkst dich, dann ist es schön. Ja, weil es geht nicht anders, weil sonst habe ich so viele Falten und dann schaut das so... Streifig aus. Ja. Und da meine ich das, dieses gewisse Etwas nervt. Ich werde nochmal mit Barely Baked von der Naked Reloaded Palette drüber gehen. Und jetzt... Oh, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt habe ich Angst, dass ich da was kaputt mache. Sie hat das so gleich mit dem Finger gewickelt. Aber von hier, oder? Weil das soll ja verbunden sein mit dem unteren Lid. Weißt du, was ich meine? Keine Ahnung. Ja, und dann habe ich so einen Haken drin. Schau her. Nein, das passt. Du musst es halt ein bisschen da verblenden mit den Lidschatten, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch. Und jetzt schau ich wie Cleopatra. Ja, vielleicht hast du ein bisschen. Na gut, nein, ich lasse es mal und schmink mir das Gesicht. Und dann schaue ich mal weiter, wie es ausschaut. Ich finde, die schaut so... Ja, es ist so steil. Aber das ist dein Fehler, da hat die Technik nichts damit zu tun. Du versuchst das zu retten, oder was? NYX Professional Makeup Bear With Me Hydrating Jelly Primer. Kommt jetzt auf mein Gesicht. Also ich sollte die Augenbrauen aber auch machen. Das machst du ja nach davon. Oder das wurscht, ja. Aber das meine ich, das ist so, also deswegen mache ich das eigentlich nicht so oft, weil dann muss man voll aufpassen, wenn man sich schminkt, vor allem das Make-up. Weil mit dem Make-up, wenn ich mir die Foundation drauf gebe, fahre ich einfach überall drüber. Und jetzt muss ich halt sehr vorsichtig sein und so. Ja, aber jetzt, wenn du das Auge zerstörst, ist es schneller runter zu machen und das Auge neu machen. Achso, ja, das schon. Du musst dann das ganze Foundation auf der Stirn, bist du noch ganz nass. Ich habe so viel draufgegeben. This is the story of your life. Kennst du das Lied oder singst du einfach irgendwas? Ich kenne das Lied. Wie geht? Ich weiß nicht, ob ich es. Wie geht? Ich sage immer, this is the story of your life, you need a new home. Da, 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 da. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie der Originaltext ist. Ich weiß oft nur so. Stücke. Nein, ich weiß nur so den. Ich kann es murmeln, sagen wir es so. Mit irgendwelchen Wörtern und man erkennt dann, was für ein Lied das ist, obwohl ich einen falschen Text singe. Verstehst? Mhm. Oh, mein Hintern schläft dann nochmal. Ist bitte mal schneller. Sag vielleicht, was du verwendest. Nein, das ist ein Geheimnis. Die Bear With Me Tinted Skin Veil verwende ich. Ich habe euch gesagt, ich bin begeistert von dieser. Ich würde mal fast sagen, es ist eine BB Cream oder so, oder? Es ist ja nur was Leichtes. Man fühlt die Feuchtigkeit. Und den Nasenrücken hast du überhaupt nicht gemacht mit Foundation.
Oder kommt da der Concealer bis da oben hin? Oder bist du ganz rot? Es ist 2019, es sie darf rot sein. Das ist mein Spruch. Erstens, Patent beantragen. Ja, genau. Da muss ich jetzt auch voll aufpassen wegen dem Concealer. Ich habe ja unten schon das Auge geschminkt mit Puder, mit Eyeshadow. Ja, aber ist Concealer so stark, dass das sogar den dunklen Eyeshadow überdeckt? Nein, aber wenn es sich vermischt, schaut es auch nicht schön aus. Laura Mercier Luminous Silk Powder. Und ich muss sagen, seitdem ich nicht mehr bake, sondern sette, habe ich nicht mehr so viele setzt sich nicht mehr so in den Falten ab. Ich habe es zwar früher öfter versucht, aber irgendwie hat es nicht funktioniert, aber vielleicht habe ich jetzt den Dreh raus. Und jetzt versuche ich da diesen Fehler zu beheben. Siehst du, ich mag das nicht. Dieses Make-up-Ding passt einfach nicht zu mir, dass ich das so... dass ich zuerst die Augen mache. Ich meine, dass ich so hoch, so weit rauf gehe mit dem Dunklen. Ich mag eher bis daher so. Ja, ich wollte es mal ausprobieren. Du gehst oft aber mit dem Make-up so weit drauf. Ja, aber nicht mit so dunkel. Ich versuche jetzt mit einem sauberen Pinsel da. Ich habe einen sauberen Pinsel. Ja, Darius. Ach so. Das ist genau, dass der nicht sauber ist. Der ist sauber. Den habe ich noch nie verwendet. Das ist der von der Naked Heat Palette. Ach so, deswegen ist er sauber. Ja. Also das sind einfach meine Augen. Ich gebe auf. Ja, du kannst einfach nicht schminken. Oder so. Was machen wir dann hier? Es geht hier nicht um Schminken. Ach so, um was geht's denn da? Dass du lustig bist und halt Fails anschaust. Du bist lustig. Fail Compilations. Über Monate hinweg, oder was? Ja. Sehr nice, danke, Darius. Ist das ein Look, den du vor diesem Look geschminkt hast? Das war mit Zahnbürsten. Das ist trotzdem... Das zählt nicht, das gell? Das zählt nicht. Ich wollte deine Klobürste besorgen. Aber ja, das wäre natürlich noch besser gewesen. Und jetzt nehme ich meinen Duo... Deinen was? Alverde. Was? Augenbrauen-Duo. Was? Ich glaube, das ist wieder so ein Ding. Live schaut es voll komisch aus und wahrscheinlich schaut es auf der Kamera wieder voll gut aus. Also am Computer dann, im Video. Was? Das Make-up? Mhm. Findest du das Make-up schier? Nein, aber es ist so weit oben. Wo du gesagt hast, Cleopatra, habe ich mir gedacht, ja, das ist irgendwie passend. Der Vergleich war passend. Weißt du, wenn bei dir auffällt, normalerweise machen die Leute hinten dunkel und vorne voll hell. Du machst das immer umgekehrt. Ich bin halt anders da. Aber das Bürsten bringt schon was, oder was? Es verteilt. Also es macht den Übergang leichter. Sanfter, ja. Was fehlt noch? Contouring. Ich weiß, da ist... Blush. Was ist Blush? Highlighter. Was ist Blush? Ich habe einen neuen Lieblings-Blush. Den zeige ich euch gleich. Zuerst kommt das Contouring dran. Da verwende ich von Too Faced Chocolate. Oh, Gold. Very chocolatey. Du hast Hunger, hast du gesagt, willst du essen? Ey, bietst mir nicht an und dann nimmst du mir weg, wenn ich hingreifen will. Mein neuer Lieblings-Blush ist von MAC, heißt Sunbask. Das ist, den habe ich gefunden, auch durch diese Make-up-Artists, von denen ich euch erzählt habe. Okay, und jetzt den Satz nochmal auf Deutsch in einem. Mein neuer Lieblingsblush ist von MAC und heißt Sunbask. Und den habe ich entdeckt bei der Make-up-Artist, von der ich euch vorher erzählt habe. Falsch nochmal. Nein! Jetzt kommt der Highlighter dran, der ist auch von MAC. Hörst du mir zu? MAC? Von Becker? Beaming Blush. Jeffree Star. Beaming Blush. Jeffree Star Ice Cold. Aber seit wann ist der Ice Cold von Jeffree Star so goldig? Wieso sind alle Highlighter gold? Wer will ausschauen wie die Sonne die ganze Zeit? Me? Ach so, dass dich niemand anschauen kann. Ja. Ah, mach es weg! Sie sollen mich nicht anschauen. Der ist aber sehr, sehr, sehr sanft. Sehr, sehr, sehr nicht vorhanden. Also wenn ihr euch einen Highlighter kaufen wollt, der überhaupt nicht highlightet und überhaupt keinen Glanz macht. Hör auf, das stimmt ja gar nicht. Der ist so schön.
Oh Gott, ich hasse Highlighter. Ich liebe Highlighter. Darius. Das gab's auch nicht immer, oder? Highlighter ist auch so ein modernes Ding, so wie diese. Das Bruder war immer als Kind, wo man die Stars gesehen hat mit weiß unter den Augen, wie dem Flashlicht. So wie wenn man von dir ein Foto macht. Wo du gesettet hast und dann habe ich... Früher, nein, das war genau einer und der war von NYX Cosmetics und da habe ich nicht gewusst, dass man nur ganz wenig nehmen soll. Und ich klatsche mir drauf und dann machen wir ein Foto und dann schaue ich aus wie ein Geist. Aber kennst du noch diese Celebrities-Fotos, wo die dann so Angelina Jolie mit der Koksnase quasi? Ja, ja. Koksnase mit den Augen. Es war hier. Die, was die, wenn die was fehlt noch, Darius? Lippen? Wie nein. Immer. Doch, Lippen. Und was noch? Ja. Aber Lippen weiß ich immer. Das sage ich jedes Mal, weil du vergisst das immer. Ich nehme die Benefit Roller Lash in der Miniaturform. Ist sie nicht süß? Ich liebe Mascaras, die schon einen Monat alt sind, weil die schon ein bisschen angetrocknet sind und mehr Produkt abgeben, als wie wenn sie ganz frisch sind und flüssig. Ja, genau. So, und jetzt Lippis. Ich glaube, da passt der Hitchhike ganz gut. Von Urban Decay Hitchhike. Fertig ist der Look. Und ich muss sagen, es... ist gar kein Unterschied, oder? Es ist schon ein Unterschied. Nein, du hast dieses komische Ding immer noch auf der einen Seite. Ja, weil das mein Auge ist, glaube ich. Dieses... Das? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Auf all deine Bildung. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. werde ich es nochmal probieren, off camera. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass es besser wird. Und ich denke, ich werde dabei bleiben, dass ich meine Augen so schmink, wie ich es gewohnt bin. Und vielleicht probiere ich nächstes Mal, dass ich, wenn ich meine Augen geschminkt habe, dass ich dann mit dem Concealer drunter... Achso, nein, warte kurz, da habe ich ja schon das Make-up drauf. Aber dass ich den Concealer drüber gebe, das ist dann blöd. Concealer über Puder ist blöd. Nein, ich werde mir was überlegen. Es ist halt so, dass meine Augen halt eine bestimmte Form haben. Was habe ich da? Schieb's nicht immer auf deine Augen. Sind die Augen schuld? Weil bei anderen, wenn ich sie schminke, dann habe ich diese Kante nicht und diese Ecke nicht. Ja, das ist schon, aber es... Deine sind auch so, hinten ist viel Fleisch oder Fett oder was denn etwas da ist. Ja, eben, deswegen, du musst dann bei gewissen Sachen, das ist so wie bei diesem Lidstrich. Danke fürs Zuschauen, ich freue mich, wenn ihr da... Danke fürs Zuschauen, ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Subscribe, wenn ihr noch nicht subscribed seid. Und ring the bell, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Ich freue mich auch auf Facebook. Auf Instagram. Wer hat noch Facebook? Ich freue mich auf Instagram über jeden. Ich freue mich, wenn ihr mir auf Instagram auch folgt. Und dort heiße ich auch Lipstick Bakery. Danke, tschüss. Danke, tschüss.